Moin, hier ist wieder der Tim von Berpo und ich will dir heute erklären, wie du den passenden Pfeil zu deinem passenden Bogen findest. Wenn du dich mit Pfeilen und vor allem mit Schäften online beschäftigst, findest du verschiedene Messdaten an so einem Pfeil. Wir haben oft, unterscheiden wir oft Pfeile nach Spine-Werten, nach einer Geradheit, also nach Straightness oder nach Grain per Pound, Grain per Inch. Also sieht auf den ersten Blick alles ein bisschen kompliziert aus und deswegen hoffe ich, dass ich dir heute ein bisschen den Dschungel entlichten kann, sodass du schneller an einen passenden Pfeil kommst. Also ihr habt bei so einem Schaft immer dieselben Angaben, also oft, jeder Hersteller macht das anders. Wir zeigen euch immer drei Angaben. Ihr seht einmal hier die Zahl, das ist eben der sogenannte Spine-Wert, das ist ein 800er Spine-Wert. Ihr seht hier die Geradheit, ja, da ist je quasi mehr Stellen nach dem Komma, je gerader ist der Schaft. Und dann haben wir hier 5,4 GPI, das ist die Abkürzung für Grain per Inch, also das gibt das Gewicht in Grain an, wie viel der pro Inch, welches Gewicht er hat. Das wird irgendwann sehr wichtig, wenn ihr über Pfeiltuning nachdenkt, also die Performance eurer Pfeile zu erhöhen, ist es ganz wichtig, dass man sich immer klar darüber macht, wie viel wiegt eigentlich mein ganzer Pfeil mit der Spitze, mit der Nocke, mit den Protector Heads, wie viel Pfund habe ich auf meinen Fingern, also wie hoch ist das Zuggewicht, was ich tatsächlich bewege. Daraus kann man dann einen Gram per Pound ausrechnen und das ist eine wichtige KPI-Zahl, um seinen passenden Pfeil irgendwann noch besser zu tunen. Das wichtigste Attribut eines Pfeils ist der sogenannte Spine-Wert. Das erkennst du immer auf dem Pfeil, das ist immer eine Zahl. Die ist entweder 350, 400, 500, 600, 700 und es geht zum Teil bis hoch auf 1600. Wenn du lange im Bogensport bist und du fragst jemanden, welchen Pfeil er schießt und er sagt, er schießt einen 600er, dann wissen alle, was gemeint ist. Am Anfang, wenn man aber neu im Bogensport ist, ist einem das gar nicht so klar. Deswegen will ich dir einmal erklären, was der Spine-Wert ist. Der Spine-Wert beschreibt die Biegsamkeit deines Schaftes bzw. von deinem Pfeil. Je größer die Zahl ist, je leichter lässt es sich biegen. Also ein 800er Spine kann man viel leichter biegen als einen 400er Spine. Und warum ist das Spine so wichtig? Wenn wir anfangen, Bogen zu schießen, verstehen wir sehr schnell, dass wenn wir den Pfeil einlegen und der soll dann sein Ziel treffen, dann merkt ihr, dieser Pfeil liegt nicht zentral in der Mitte des Bogens. Das heißt, wenn wir schießen, biegt er sich um dieses Bogenfenster herum, um dann nämlich gerade auf sein Ziel zuzufliegen. Das bedeutet, der Pfeil muss für den Bogen genau in einem passenden Verhältnis gebogen werden, so dass das gut aus dem Bogen rauskommt, um dann gerade sein Ziel zu treffen. Das nennt man das Archer's Paradox, und zwar, dass sich der Pfeil erstmal biegen muss, bevor er gerade in sein Ziel trifft. Jetzt gibt es verschiedene Abhängigkeiten, wie ich so den passenden Pfeil für meinen Bogen aussuche. Und zwar geht es erstmal darum, ich muss erstmal verstehen, wie viel Pfund hat mein Bogen. Das ist das erste Verhältnis, was abgeklärt werden muss. Das zweite Verhältnis, was wichtig ist, ich muss wissen, wie lange ist mein Pfeil. Und eine dritte wichtige Sache ist, wie schwer ist die Spitze. Ich will nochmal kurz den Ablauf erklären, was eigentlich passiert, wenn wir Bogensport machen, wenn wir Bogen schießen. Wir ziehen den Bogen aus und dann lassen wir los und dann übt die Sehne Druck auf den Pfeil aus und hier vorne haben wir bei der Spitze das Gegengewicht und dann fängt er an, sich zu biegen. Wenn die Spitze sehr schwer ist, gibt es ein großes Gegengewicht und der Pfeil biegt sich noch mehr durch. Wenn die Spitze sehr leicht ist, dann lässt sich der Pfeil leichter durchbiegen und wir haben kein großes Gegengewicht, das heißt, er biegt sich nicht so extrem. Das zweitwichtige Attribut, habe ich ja gerade erzählt, ist, wie lange ist der Pfeil? Warum ist es wichtig? Je kürzer der Pfeil ist, je steifer wird er.
Das ist wichtig zu wissen, weil wenn ihr einen langen Pfeil schießt, dann ist er oft noch ein bisschen weicher. Und ja, das wichtigste Attribut ist, wie hoch ist das Zuggewicht auf eurem Bogen? Da steht auf jedem Bogen immer drauf, hier zum Beispiel 25 Pfund, das wird immer als Hashtag ausgewiesen, dann kommt oft ein Add und dann steht dahinter immer nochmal 28 und Gänsefüßchen. Das bedeutet, wenn ich 28 Zoll lang ausziehe bis hier hinter, hat dieser Bogen 25 Pfund. Und die Pfundzahl könnt ihr ein bisschen vergleichen mit dem PS von einem Auto. Je mehr Power der Bogen hat, also je größer die Pfundzahl ist, je steifer muss der Pfeil sein. Weil wenn der Pfeil sehr leicht zu biegen ist, dann biegt er sich ganz extrem rum und schießt in der Regel sehr weit nach rechts. Wenn der Pfeil nicht genug gebogen wird, dann prallt er am Bogen quasi ab und man hat immer so einen Linksdrall. Das heißt, wenn ihr ab und zu Bogen schießt und ihr merkt, der Pfeil geht immer weiter nach rechts, ihr habt so einen Rechtsdrall von euch gesehen aus, dann kann sein, dass der Spine-Wert zu weich ist. Wenn ihr in demselben Spine-Wert bleiben wollt, dann könnt ihr einfach mal gucken, ob euch ein anderes Spitzengewicht dort weiterhilft. Apropos Spitze. Wir empfehlen immer gerne Schraubspitzen, die kann man aus dem Pfeil rein und wieder rausschrauben, weil dann kann man mal das Spitzengewicht ändern. Sonst gibt es Klebespitzen, die werden eingeklebt, da ist es nahezu unmöglich, die in einer guten Qualität wieder rauszulösen und neu einzukleben. So, wie kommt ihr jetzt also an den passenden Spine-Wert ran? Es gibt bei uns, und ihr seht es auch gleich nochmal genauer im Video, eine sogenannte Spine-Wert-Tabelle. Die ist bei uns im Online-Shop an jeden einzelnen Pfeil im Artikeltext mit dran. Da könnt ihr euch die anschauen. Und diese Tabelle hilft euch super zu verstehen, wenn ihr wisst, wie lang euer Pfeil ist. Wir fangen hier bei 26 Zoll an, gehen hoch bis auf 32 Zoll. Und dann habt ihr hier oben die Pfeillänge und hier habt ihr quasi wie stark ist euer Bogen, also wie viel Pfund hat der, und dann könnt ihr danach genau sehen, wie hoch soll mein Spine-Wert sein. Wir blenden es euch gleich nochmal genauer ein. Also das ist hier unsere Spine-Tabelle. Ich erkläre die euch nochmal kurz. Hier haben wir die Länge der Pfeile oder die Länge deines Pfeils. Hier haben wir das Zuggewicht des Bogens. Und hier in dieser Kreuztabelle könnt ihr sehr einfach euch einen Überblick zu verschaffen. Also nehmen wir an, ihr habt einen Bogen mit 30 bis 35 Pfund und euer Pfeil ist 28 Zoll lange. Dann seht ihr, ihr braucht einen Spine von 800. Nehmen wir an, ihr schießt weiterhin einen Pfeil mit 28 Zoll Länge, ihr habt aber nur 25 bis 29 Pfund, dann seht ihr, der Bogen ist ein Ticken schwächer, also muss sich der Pfeil leichter biegen und deswegen ist auch der Spine höher. Ihr braucht nämlich dann einen 1000er Spine, damit sich der einfacher biegen lässt. Und wir haben hier nochmal als Legende das Gewicht der Spitze, also der Weight of Point, einmal mit angegeben, dass ihr auch wisst, wie hoch sollte euer Spitzengewicht für diesen passenden Spine dann sein. Also, wichtig nochmal zusammenfassend, ihr müsst wissen, wie lang ist euer Pfeil. Da als kleiner Tipp, die meisten Fertigpfeile im Bogensportmarkt sind immer 32 Zoll lange, ungekürzt. Da müsst ihr einmal wissen, wie viel Pfund hat mein Bogen. Und dann könnt ihr hier schon in der Kreuztabelle euch sehr schnell und sehr einfach einen passenden Pfeil aussuchen. Hier noch ein kleiner Tipp von mir. Es gibt so das Wort Pfeiltuning im Bogensport. Und ich finde das ein sehr passendes Wort, weil es zeigt uns, wie viel wir an so einem Pfeil verbessern oder anpassen können. Mir und allen Leuten bei Bearpaw ist es immer wichtig, am Anfang ein sehr passendes Material unseren Sportlern zur Verfügung zu stellen, damit ihr schnell in den Bogensport kommt. Aber je tiefer ihr in den Bogensport kommt, je besser ihr werdet, je präziser ihr schießen wollt, gibt es natürlich unfassbar viel,
Potenzial, wie ihr euren Pfeil tunen könnt. Dazu machen wir aber nochmal ein extra Video. Heute soll es darum gehen, damit ihr recht schnell und recht einfach an euren Spine-Wert, an euren passenden Pfeil kommt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, diese Wörter Spine ein bisschen zu demystifizieren, also ein bisschen erklärbarer zu machen, so dass ihr, wenn ihr mit dem Bogensport jetzt anfangt, eine hohe Chance habt, den richtigen Pfeil für euren richtigen Bogen aussuchen zu können. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Treffen. Bis zum nächsten Mal.